Star Wars oder auch Krieg der Sterne, wie es anfangs ja der 80er hieß, begeisterte mich und meinen Bruder von frühester Kindheit an. Seit wir den ersten Film Rückkehr der Jedi Ritter im Kino bzw. schon den Trailer im Fernsehen gesehen haben, waren wir fasziniert von Star Wars. Ja, und es bleibt natürlich nicht aus, dass wir uns Sachen von Star Wars für unsere Sammlung zulegen. Und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einem Star Wars XXL Pickup Video. Ja, was ich euch alles zeige, das seht ihr gleich. Und hier könnt ihr schon einen wahren Schatz bewundern in einer Star Wars Sammlung und einer aktuellen Star Wars Sammlung. Die Razor Crest, Mandos Raumschiff, in der Kenner Toys Variante aktuell oder sogar passend in der Größe zur Figur, zur entsprechenden Größenfigur. Ja, das ist hier ein wahrer Schatz. Ja, dieses wunderbare Stück hat auch eine wunderbare Geschichte. Es war von mir schon angeteasert worden nach dem Toyplosion Video. Ich verlinke das einfach mal hier, dass wir danach den lieben Matt besucht haben. Ich grüße dich an dieser Stelle und nochmals danke. Du siehst, die sind wunderbar hier zu Hause angekommen. Ja, im Endeffekt, das ist aber von meinem Bruder. Also vieles der Star Wars Sachen hat mein Bruder sich gekauft. Das muss ich dazu sagen. Ich bewundere es nur mit. Jedenfalls, der liebe Matt hatte einige Star Wars Sachen abzugeben. Ja, wie ihr seht, auch die Razor Crest. Zu einem sehr fairen Kurs, den möchte ich hier nicht erwähnen. Das ist alles sehr fair abgelaufen, weil es sind auch aktuelle Sachen. Das heißt, im Endeffekt haben wir wirklich einen sehr fairen Preis bekommen. Aber es war jetzt kein, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Mega-Schnäppchen gemacht. Es ist unter Sammlern ein fairer Preis gewesen. So, das kann man sagen. Also, der liebe Matt hatte einiges abzugeben und mein Bruder hat natürlich gesagt, hier, ich. Und die Razor Crest hatte er sich schon immer, das heißt immer, er wollte sie gern haben. Denn die Razor Crest ist von Haslab, hier oben seht ihr das noch mit, designt und fabriziert worden und produziert worden im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne. Diese Kickstarter-Kampagne konnte man aber, diese hier, nicht von Deutschland in dem Moment unterstützen, jedenfalls so wie ich das mitbekommen habe, so richtig. Sie wurde nicht wirklich nach Deutschland am Anfang geliefert. Somit musste erstmal die US-Kanäle genutzt werden, das hat sich später alles ein bisschen eingependelt und die neueren Produkte, wie jetzt zum Beispiel die Ghost, von Rebels, die kommt ja auch noch als von Haslab, das werde ich euch irgendwann auch mal zeigen, teaser ich jetzt schon mal an, ist so konzipiert, dass wir auch in Deutschland mühelos eben halt den Kickstarter unterstützen konnten und es hier nach Deutschland mühelos bekommen konnten, weil zwischenzeitlich zwischen diesem Erscheinen ist der Hasbro Pulse Store in Deutschland oder in Europa eröffnet worden. Gerade, dass Deutschland eben halt man hier einwandfrei bestellen konnte zu normalen Bestellkonjunktionen. Und somit kriegen wir auch viele der coolen Figuren von Star Wars, Transformers, G.I. Joe und so weiter. Ich habe sie euch ja auch gezeigt. Marvel-Figuren wunderbar, einfach, ohne dass man sie über den großen Ozean schippern muss. Und das machen die anderen. Ja, also das wunderbare Schätzchen. Es ist noch sealed, das muss ich dazu sagen. Ist eben halt auch in einer dadurch limitierten Auflage nur erschienen, hat einige extra Figuren dabei. Mein Bruder möchte es gerne öffnen, vorsichtig. Das heißt, falls es davon Footage gibt, wird es in diesem Video auch zu sehen sein. Zu diesem Zeitpunkt ist das noch sealed. Das muss ich, also dem, wo ich jetzt euch das zeige. Ja, also wunderbar ist das ganze Set. Also ich bin völlig begeistert. Das ist ein geniales Spielset. Naja, gut, mehr Sammelset. Richtig schön farblich auch, also kein Vergleich mit den ganz einfachen Toys aus den 80ern, womit ich aufgewachsen bin. Ja, aber womit ich indirekt aufgewachsen bin, ist auch ein wunderbares Geschenk, was der liebe Matt mir gemacht hat. Und ich halte damit sozusagen auch mein erstes gegradetes Objekt in den Händen. Das habe ich ganz kurz auch in einem Toyplosion-Video schon gezeigt, aber hier gehört es zu einem Star Wars-Video natürlich dazu. Und dieses wunderbare Star Wars-Comic Nummer 31 aus den Jahre 1980, wenn ich das richtig sehe, Januar 1980, hier, wunderbar, hat eine 8,0 bekommen. Ich bin jetzt kein Grading-Experte und es ist normal nicht mein Sammelgebiet, aber einmal das geschenkt zu bekommen, es ist, also ich bin immer noch begeistert davon,
Den Comic, klar, den kann ich auf Deutsch lesen, es gibt da eine Neuauflage von. Darum geht es auch gar nicht. Das ist das Besondere, dieses klassische Comic, was, wenn man sieht, 1980, rechnet hoch, über 40 Jahre alt ist, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut und es wird auch in Ehren gehalten. Und es ist etwas ganz Besonderes. Ja, wie ihr seht, ich packe es jetzt da oben hin. Und ihr werdet sehen, es kommt so viel Stuff von Star Wars, dass ich den Tisch leeren muss. Einziges Star Wars Zeug, was ich jetzt nicht in dieses Video packe, ist Lego Star Wars. Ich habe einiges noch Neues von Lego Star Wars. Und mein Bruder, das er auch gebaut hat inzwischen sogar, weil ich mit dem Video nicht hinterher kam. Ich habe andere Sachen gemacht per Video, die ihr auch gesehen habt. Aber unabhängig davon, die kommen in einem eigenen Video. Oder in einem anderen Video, sagen wir es mal so. Hier habe ich jetzt hauptsächlich alles, was ich von Star Wars Kenner bzw. von Hasbro zu bekommen habe. So, und jetzt habe ich hier noch Figuren. Ihr wollt auch Figuren sehen. Es ist übrigens auch so viel, dass ich es nicht am Ende nochmal alles gemeinsam zeige. Das möchte ich auch anmerken. Diesmal werde ich das nicht machen. Deswegen versuche ich die Figuren so ein bisschen länger in die Kamera zu halten eher. Ja, und damit geht es auch gleich los, kartonweise in diesem Fall. Und zwar, hier habe ich einen Karton. Das sind Figuren, die ich dann auch von dem lieben Matt bekommen habe. Oder beziehungsweise, er hat eine Menge Figuren aussortiert und mein Bruder hat sich für zahlreiche interessiert. Und die werde ich euch zeigen nun. Sind unterschiedlich erschienen. Es sind natürlich neue Auflagen, keine Vintage-Toys. So, es sind eben halt die Figuren, boah, aus den letzten Jahren, aber sie sind so akkurat und eben halt im Vintage-Stil, somit ist irgendwie dieses Begeisternde irgendwo dabei. So, hier haben wir The Empire Strikes Back, Luke Skywalker von Bespin. Richtig, richtig schön. Die Rückseite übrigens, die gibt jeweils kaum was her, nur ein paar Figuren, die es noch aus der Line oder in dieser Wave gab. In dem Sinne zeige ich euch deswegen auch nur die Vorderseite. Ich finde dieses Motiv von Luke Skywalker ein wenig, ja, unscharf, schade, da gibt es sicherlich bessere Motive. Das ist so, ja, man sagt ja, meckern auf hohem Niveau. So, ich werde die Figuren nur stapeln können. Hier eine Kultpose und auch eine Kultfigur Han Solo. Auch von Imperium schlägt zurück. Wunderbar, wunderbar. Auch richtig cool. Ja, geht weiter, kartonweise. So, darf nicht fehlen, Star Wars, klassisch, das Java. Auch richtig schön. Ist eine Kultfigur. Hier kann man sagen, ist es der Umhang aus Plastik. Im Original damals von Kenner war das allererste, wenn ich mich recht entsinne. Aber gut, ich werde wahrscheinlich jetzt, werden die Experten wahrscheinlich sagen, nein oder auch doch, keine, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin da auch nicht mehr so tief in der Materie drin. Es gab den Ur-Java in zwei Versionen. Einmal mit einem Plastik-Cape, den man abnehmen konnte leicht, und in einem Stoff-Cape. Und ich weiß, ich hatte, glaube ich, als Kind mal den mit dem Stoff-Cape. Ich habe früher als Kind dann aber auch 99% aller Figuren wieder abgegeben, weggetauscht, so wie es ist, wenn man spielt damit. Jedenfalls, hier habe ich den Java jetzt in einem Plastik-Cape und ich glaube, der Plastik-Cape war der allererste aus den 70er Jahren und der teurere inzwischen. Aber richtig cool, immer jetzt auch die mit Waffen, sehr viel detaillierter. Obwohl ich muss sagen, so eine kleinen Pistolen sind natürlich nichts für, wie soll ich sagen, Kinder, ne? Also in dem Sinne, das ist schon teilweise wirklich Spielzeug, was sich mehr an Erwachsene richtet. Ja, eine Figur, die in keiner Sammlung fehlen darf, keiner klassischen, hier von The Empire Strikes Back, der Sturmtrupper. Der darf ja nicht fehlen. Der darf wirklich nicht fehlen. Der muss sein. So, weiter geht es. Ich nehme mal zwei Figuren raus. Auch eine sehr coole Figur. Hier in dieser Trilogy Edition. Auch richtig schön. Ihr seht, viele Figuren sind sogar auch unpunched, wie diese hier. Luke Skywalker, Teil 1. Richtig schön, klasse. Richtig toll. Eine Hommage an der klassischen Figur von damals. Ich will euch nochmal zeigen. Und hier auf der Rückseite seht ihr ein Bild der Vintage-Figur von früher oder einem Vintage-Style. Auch richtig cool. Hier haben sie mal ein bisschen anders die Rückseite. Denn diese Figur ist bereits, ist sie 2004 erschienen? Hier ist ein Copyright von 2004. Kann sein, dass sie schon damals erschienen ist.
sind ja unterschiedliche Zeiten und Matt hatte eine ganze Menge. Richtig cool. Ja, kann sagen, hier steht Originalcard von 79. Richtig klasse. Naja, und hier haben wir eben halt eine wunderbare Figur. Und die muss von 2004 sein. Ja, dann ist sie auch schon 15 Jahre alt. Wahnsinn. Ja, so ist es eben halt manchmal. Diese Vintage-Versionen. Eine Figur, die niemals rausgekommen ist damals. Man hätte sie sicherlich gerne gehabt, aber ist jetzt erhältlich mit Orden. Prinzessin Leia von der Feier oder von der Zeremonie am Ende. Richtig schick. Eben halt mit einem Orden, den man umhängen kann. Und auch richtig hübsch. Ja. Und weiter geht's. Ja, der Karton, der erste Karton wird jetzt leer, ist jetzt leer. Ich habe da noch einen zweiten von und dann habe ich einen großen Karton. Und ihr werdet sehen, das ist sehr viel. So. Hier haben wir nochmal Luke Skywalker im Stormtrooper Outfit. Auch richtig cool. Eine kultige Szene. Auch ein kultiges Bild und eben halt, ja, eine kultige Figur. Es gab eine, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Luke oder und Han war oder nur beide. Es gab damals in den zur Vintage-Zeit so um 84, glaube ich, hatte ich auch einen, ich glaube, einen Han Solo mit Sturmtrooper mit abnehmbaren Helm. Das ist so in der späteren Nachauflage noch gekommen. Die haben auch so ein paar Figuren von vorher neu aufgelegt. Es war sehr interessant, was damals erschienen ist. Ja, hier haben wir auch eine Figur, die auch erschienen ist, mal, aber ein bisschen im anderen Style. Also in der Art ist sie nicht erschienen. Nee, der hat es nie erschienen damals, aber auch richtig kultig. Leia im Bespin Escape Outfit. Richtig toll, richtig toll. Das Bild ist ein bisschen dunkel, aber auch ein kultiges Motiv. Hätte man ein bisschen anders positionieren können, finde ich. Aber ansonsten, richtig coole Figur, auch wenn sie ein bisschen seltsam aussieht hier auf dem, als Figur selbst. Richtig gut. Man hat sich aber auch ein bisschen jetzt Gedanken gemacht. Man hat sie nicht nur einheitlich gemacht, denn Prinzessin Leia war immer ein bisschen kleiner als Luke Skywalker. Obwohl Luke Skywalker zu klein für einen Sturmtrooper war. Ja. So ist es dann da manchmal. So, eine Kiste war leer und die nächste Kiste kommt. So, was haben wir denn hier? Und hier eine Figur aus The Phantom Menace und zwar den Battle Droiden. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle Figuren sind, die wir von Matt gekriegt haben, ob ein, zwei noch in einem anderen Karton gelandet sind. Ihr werdet im Laufe des Videos alle sehen. Hat mein Bruder, glaube ich, 33 Figuren dem lieben Matt abgekauft. Und ja, das sind 33 Figuren plus das Ding. Das ist Hammer. Ja, ihr werdet noch ein paar Sachen sehen. Es gab auch noch, glaube ich, ein paar größere. Die sind jetzt hier nicht bei. Also, ja, es ist Star Wars Extravaganza. Es ist Star Wars XXL Pickups. Also richtig coole Figur. Und hier haben wir Ayala Secura, ein Jedi aus The Clone Wars, die mehr im Animationsstyle war. Es gab ja noch eine Animationsserie vor der CG Clone Wars Serie. Auch richtig gut. Auch noch mal ein Bild, was man so zeigen kann von der Serie. Die war recht kurz, kurzen Episoden. Der Stil mit Zeichnung, gebe ich zu, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ja, war unterhaltsam. So, zwei weitere Figuren habe ich hier, die ich euch jetzt zeige. Und zwar auch eine Kultfigur, ja, musste irgendwo sein, der Death Star Droide. Richtig cool, richtig cool. Das ist eine Nebenfigur, musste man aber auch haben. So, hier haben wir, ja, darf auch nicht sein, The Phantom Menace. Darth Sidious, der Vorimperator, kann man so sagen. Was jetzt hier nicht wirklich gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, das seht ihr nicht auf der Vorderseite, obwohl schon erstaunlich ist, dass hier oben Logos abgeklebt wurden, ist das hier das Rückbild eben halt mit einem Text versehen wurde. Und also hier richtig zugeklebt. Das ist sehr, sehr schade, dass man sowas macht. So als Sammler stören einen, finde ich, also mich als Sammler, mich stören Aufkleber grundsätzlich. Und sowas, man möchte es abmachen. Mein Bruder hat auch einige Figuren mal abgemacht, weil es gab welche, wo hier Artwork-Motive drauf waren. Und die möchte man sehen. Also das, gerade bei ein paar Älteren, glaube ich, aus den 90ern war das der Fall. Deswegen ist das manchmal sehr, sehr schade, wenn so das verändert wird. So. Weiter geht's hier mit einer Figur aus der Clone Wars. Ein Klontrooper der 501. Legion. Auch ab
absolut Kult, deswegen musste sie in die Sammlung. Eben halt aus der Clone Wars Animationsserie oder CG-Serie, aber naja gut, ihr wisst, was ich meine. Genauso wie hier ein Mandalorian Super Commando Trooper. Auch richtig coole Figur. Und Mandalorianer gehen ja immer, ne? So, zwei Figuren sind noch in diesem Karton, dann ist der auch schon leer. Wahnsinn. So, welche Figur haben wir? Ich muss ja sagen, ich weiß nicht hundertprozentig, wo welche Figuren einsortiert sind. Deswegen ist für mich das genauso eine Überraschung. Hier habe ich jetzt Rogue One, Jyn Erso. Es geht querbeet durch die Star Wars Serien. Und eine Figur, die nicht fehlen darf. Auch hier hinten komplett beklebt. Sehr, sehr schade. Aber vorne das wichtigste Bild und die Figur Darth Vader. Ja. Braucht man nicht sagen, ne? Der Eindruck, der kam, als er zum ersten Mal ja, das Schiff betrat in Eine neue Hoffnung, das war episch. Also werde ich auch nie vergessen, das hat mich gefesselt damals im Fernsehen. So, hier sind jetzt noch eine ganze Kiste voll. Ich werde das mal jetzt, ja, ich greife tief in die Trickkiste, hätte ich fast schon gesagt. So, ich greife einfach rein, dass ich die Figuren dann euch auch zeigen kann direkt. So, hier haben wir der C3PO aus Eine neue Hoffnung. Richtig cool. Ihr seht, was viele auch übersehen, schon bereits in Einer neuen Hoffnung, also sprich in Episode 4, hatte er dieses silberne Bein. Viele dachten ja immer, das hat er erst bekommen, als er auf Bespin war und auseinandergeschossen war und ein Ersatzbein hatte. Nein, das hat er schon vorher gehabt. Könnt ihr auf dem Foto nicht ganz so sehen, aber hier hat er halt ein silbernes Bein. So, auch eine Figur, die nicht in der Sammlung fehlen durfte. Jetzt sogar mit Rucksack, mit ein bisschen mehr Zubild als früher, aber trotzdem auch damals eine geniale Figur, Yoda. Ich finde sie immer alle sehr schön gestaltet. Auch das kultige Bild, ne? Das muss man einfach genießen. Und hier haben wir nochmal einen Darth Vader. Sieht natürlich ein bisschen komisch jetzt aus, weil die Figur ein bisschen gequetscht ist mit dem Umhang, den er hat. Er hat einen Stoffumhang von Imperium schlägt zurück. Warum ist dieser Free Boba Fett, das heißt nicht befreie Boba Fett? ganz früher gab es auch diesen Aufkleber auf den Karten von Imperium schlägt zurück. Und wenn man da was eingesandt hat, aber nur in Amerika, konnte man einen Boba Fett eben halt ja, bestellen und sozusagen vorab bekommen. Das Besondere, was damals diese Figur in der Ankündigung hatte, aber im Endeffekt nur bei Prototypen geblieben ist, weil es dann doch für Kinder zu gefährlich war, hier hinten könnt ihr sehen, die Rakete war abschießbar. Es war wirklich so geplant, dass man diese Rakete, wie er jetzt auch in The Book of Boba Fett oder auch in der zweiten Staffel Mandalorian diese Rakete abschießen konnte, die er auch im Tornister hat. Das war auch geplant als Spielzeug, kam aber nie dazu, weil es den Erwachsenen dann doch zu gefährlich war. Ja, hier haben wir auch, wie die Karte 1980 bis 82 ausgesehen hat, hinten nochmal drauf. Richtig tolle Figur. Richtig toll. Ja, ist halt Darth Vader. Darth Vader geht ja immer. Haben wir ja eben schon gesagt. So, weitere Figuren, die ich jetzt hier habe. So, was habe ich jetzt hier? Gut, nicht mein Favorite, aber die Filme, ja, Star Wars 7 bis 9 sind nicht meine Favorites. Ein paar Figuren wollte mein Bruder aber in seiner Sammlung haben. Hier haben wir Kylo Ren aus The Force Awakening. Außer das Lichtschwert. Ich bin nicht kein Freund der Figur. Man wollte ihn wohl ein bisschen Darth Vader-Style machen, aber hat nie das erreicht. Passend dazu habe ich auch diese Figur neu. Und was mir jetzt gerade auffällt, mit meinem Bruder gar nicht, die ist doppelt. Ich habe eine doppelte Karte, ja. Sorry, Brüderchen, du hast was doppelt gekauft. Ja, die werde ich jetzt aber erstmal hier oben hinlegen, denn dann weiß ich, ich muss ihm das sagen, er weiß es nicht. Die ist doppelt dabei. Gut, das sieht man natürlich jetzt, wo ich das Video gucke und ich hatte sie ja gerade gezeigt. Also die Bespin Leia ist doppelt. So, weiter geht's. Mal sehen, was ich noch in Doppelten da finde. Na, so viel nicht. So, eine Figur, die man wohl natürlich haben musste. Ich
weiß nicht, ich glaube, es sind schon einige gemischt von dem, was mein Bruder gekauft hat bei Hasbro Pulse. Ich weiß nicht, ob der dabei war bei Metz Sachen. Electrostuff Purge Trooper aus Star Wars Jedi Fallen Order, dem Computer Game, auch mittlerweile gibt es aus den Computer Games richtig geile Figuren, die werden richtig integriert. Hier seht ihr sie richtig schick. Richtig auch gelungen, kann man nicht anders sagen. So, weiter geht es. Was habe ich hier? The Last Jedi. Hier haben wir auch nochmal Rey in diesem Outfit. Jo, ich sage dazu nichts weiter, außer dass es recht gelungen ist. Die Figur. Ja, gut, sie hat eine sehr hohe Stirn. Das wirkt ein bisschen seltsam manchmal. Finde ich jetzt hier bei der Figur höher als bei der ihrer realen Person gefühlt. So, hier haben wir den mürrischsten Luke Skywalker aller Zeiten. Kostüm ist ja ganz okay, aber das war ja nicht mein Luke mehr. Aber irgendwie braucht man die Figur. Ja, so, was haben wir noch? Weiter geht es. Reinspaziert. So, welche geile Figur habe ich jetzt hier? Das war eine, die war leider ein bisschen geknickt, die Karte. Das weiß ich noch, das hat Herbert uns auch gesagt. Aber die Figur ist einfach kultig. Aus The Mandalorian, der Death Watch Mandalorian. Richtig cool. Und Mandos Figuren gehen ja immer, Mandalorianer. Genau, so, was habe ich denn hier jetzt noch? Aus dem Expanded Universe zu dem Computerspiel The Old Republic, den Republic Trooper, auch richtig cool. Der sieht auch mega aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig klasse. Und das macht das jetzt auch aus, dass man sich nicht nur von den neuen Serien, auch aus den Computerspielen bedient und da richtig coole Figuren herauszieht. So, hier haben wir Star Wars aus Battlefront 2, wieder Computerspiel, den Heavy Battle Droid. Ja, sowas gibt es auch. Richtig gut. Bei den Computerspielen, ihr wisst, Computerspiele sind ja auch unser Ding, musste sowas auch sein. Ja, so, weiter geht's. Ja, ich sag ja XXL, da wird eine ganze Menge. Ja, musste auch sein, 50 Jahre brauchte das. Ein Ewok muss auch mal sein, Pablo. Richtig cool. Ja, von den Ewoks gab es damals nicht ganz so viele. Die gab es damals auch schon bereits. Aber ja, man hat sich eben halt dann ja, daran orientiert, dass man dann auch die beliebten Figuren nochmal bringt und vielleicht noch ein paar neue. Keine Ahnung, Star Wars ist so ein großartiges, vielfältiges Gebiet. Da wird immer was kommen. Eine Figur, die ich damals auch richtig klasse finde, die man hier auch noch etwas verändern kann, indem man ihnen noch irgendwie eine Halskrause umlegt, wenn ich das so richtig sehe, im Hintergrund, die auch eine Pistole haben und sonst nur eigentlich einen Stab hatten im Film, aber richtig cool rüberkamen, und das waren die Emperor's Royal Guard, die Crimson hießen die, glaube ich, sogar Crimson Guard damals. Richtig cool. Eine Figur, die ich damals schon mega fand. Kam gar nicht so zur Geltung, aber hatte Präsenz, und das fand ich cool daran. Ja, hier haben wir eine Figur aus einer Star Wars Szene, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, von der Rückkehr der Jedi-Ritter. Ihr könnt diese Szene aber als Special-Teil, als rausgeschnittene Szene sehen, denn die existierte. Hier ist sie ein bisschen aufpoliert, glaube ich, von der Grafik her, weil da war es nicht. Die Szene ist irgendwie komplett Sand gesetzt worden, weil es auch mal während eines Sandsturms gedreht wurde. Da baut Luke gerade sein grünes Laserschwert am Anfang. Die Szene wurde wirklich gedreht. Hier könnt ihr sehen, auch richtig cool. Und daraus haben sie eine Figur gemacht. Finde ich auch klasse, dass man diese Art Szenen aufgreift. Jo, weiter geht es. Wer hat noch nicht? Was hat noch? Ja, es geht weiter. Ihr seht es, es geht weiter. Ja, wo wir bei Ewok waren und hier sogar mit ein bisschen anderem Gewand zum Austauschen. Ich weiß gar nicht, warum das Gewand da zum Austauschen ist. Hat er nochmal ein anderes Gewand gehabt oder sollte das wegen Karawane der Tapferen sein? Hier haben wir Wicket. Und unten seht ihr ein zweites Gewand. Ich weiß gar nicht, warum. Und ihr wisst ja, er taucht in Karawane der Tapferen auf, der Ewoks. Diese TV-Film und Kampf um Endor. Ist das daraus? Denn im Film hat er das ja nicht. Und auch keine Tasche um. Oder kann man daraus eine zweite Figur machen? Das weiß ich gar nicht. Ist mir jetzt gerade erst so aufgefallen. Ich habe die Figur noch damals nur einmal kurz angeguckt. Interessant. Falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare. So können wir uns noch mal ein bisschen unterhalten. Und ihr seht ja, ihr werdet
Ja, ich weiß, ihr werdet erschlagen. Hier auch jetzt zwei absolute Kultfiguren, die ich auch hatte als Vintage. Nicht mehr, aber hatte auch. Luke Skywalker im Endo-Outfit. Richtig mega. Der hatte schon damals einen Stoffumhang und, oder Stoffcape. Das war richtig mega. Eine absolute Kultfigur. Und bis heute einfach nur begeisternd. Ja, und hier auch eine, die ich hatte, kultig bis zum Ende. Von der Szene mit dem Thermaldetonator in Jabba's Palast. Bosch. Oder besser Prinzessin Leia. Absolut kultig. Auch sehr gut gelungen. Aber da war schon die klassische Figur von Kenner. Die, ach, einfach nur mega. Mega. Da fällt mir nichts weiter zu ein. Also, ja, was, aber mir fällt natürlich noch weiter ein, denn ich habe hier noch Sachen. Ja, jetzt kommen ein paar größere Figuren. Die waren wir auch getauscht. Dann so, hier habe ich von Mandalorian in Incinerator Trooper und Grogu, den Flammenwerfer Trooper mit Grogu. Das ist dieser Szene, richtig cool. Da ist jetzt keine zweite Karte drin. Mit der Figur oder mit den Figuren, das ist wirklich dann so da drin eingepackt. Und hier haben wir auch ein Kult-Szene, aber ich finde die Szene ja, aus Mandalorian, wo die Figur herstammt, genauso kultig wie eigentlich auch schon mit den Snowtroopern in Imperium schlägt zurück. Hier haben wir sie mit der Kanone, auch die Kanone, richtig cool. Gehört auch eben halt daran. Navarro Cantina ist jetzt aus der Cantina-Szene. Ja, es war auch eine epische Szene in Mandalorian Staffel 1. Wahnsinn. So, weiter geht es. So, jetzt kommt noch mal eine Figur, auch absolut genial, aus der zweiten Staffel. Mandalorian, Ahsoka Tano und Grogu. Mega. Ahsoka auch in der schönen Figur mit eben Grogu und der Eule. Auch richtig cool. Man hat einiges eben halt reingesteckt, auch an Zubehör. Das macht diese Figuren aus. Also, die haben sich so viel Mühe gegeben. Und hier haben sie wirklich das klassische Feeling durch die Boxen mitgenommen. Klar, mit diesem Blister, da werde ich später nochmal drauf zukommen bei der Black Series. Es kamen auch noch Black Series Figuren, die mein Bruder sich ja, zugelegt hat. Ja, und in dem Sinne begeistert das doch schon, was man ja alles hat. Und hier haben sie jetzt richtig Zubehör, dass man es auch richtig aufbauen kann. Es ist ja mehr Diorama-Figuren inzwischen geworden als, ja, und Hinstellfiguren als wirklich Spielfiguren. Aber Wahnsinn. So, hier sind noch ein paar Figuren, die mein Brüderchen sich zugelegt hat. Ich habe jetzt hier noch drei Figuren und dann schließen wir dieses Ganze und es sind Figuren zu Rebels, denn mein Bruder ist ein großer Rebels-Fan und da mussten auch die Figuren sein. Die hat er aber unabhängig gekauft bei Kleinanzeigen, glaube ich, oder auch bei eBay, das bin ich mir jetzt nicht so sicher, deswegen kann ich auch keine Preise nennen, aber sie waren jetzt nicht keine 2-Euro-Teile. Hier haben wir Ezra Bridger, auch richtig cool in dieser Figur, auch sehr gut gelungen. Ihr natürlich, ihr seht ein ganz anderes Design in diesen Figurarten. Passen die Figuren oder sehen die einfach besser aus? So, und hier haben wir noch mal einen anderen Ezra Bridger mit einem Teil, was man sozusagen benutzen kann. Es gab wohl drei Figuren in dem Set. Zwei habe ich jetzt hier. Die dritte Figur, die hat mein Bruder jetzt nicht. Und wenn man alle drei auspackt, man braucht nicht, kann man eine große Kanone bauen oder so. Aber hier haben wir auch nochmal einen Ezra Bridger, der sehr, sehr ähnlich ist der Figur, die ich euch davor gezeigt habe. Aber die ist ein bisschen anders koloriert, wenn man ganz genau hinguckt. Und eine Figur, die natürlich nicht fehlen durfte, Kanan Jarrus. Auch richtig cool. Aber hier auch wenigstens mit Artwork, das findet ihr es ja auch hier. Und ihr seht auch schon, obwohl man hier versuchte, neuer zu sein, das hier wirkt nicht hundertprozentig gut, nicht wie diese klassischen. Ja, Karton ist leer, das bedeutet, ich habe euch Teil 1 dieser ganzen wunderbaren Figuren gezeigt und ich mache Tisch leer und gleich geht's weiter. Ja, der Tisch ist leer und ich habe gleich mein Schätzchen hier aber gelassen, um ein bisschen Star Wars Atmosphäre gleich mit beginnen zu lassen, aber der Tisch wird gleich wieder voll sein. Was zeige ich euch als nächstes? Es geht erstmal um diese Kennerfiguren, wovon ich euch ja schon einige jetzt gezeigt habe, weiter zu zeigen. Das ist teilweise wirklich alles von, fast alles von Hasbro Pulse. Ein paar Sachen sind von einem anderen Toyladen, wo man wohl noch was nachbestellt hat, aber ja, den Anfang macht eins, was ich jetzt hier zugebaut habe, was ich mir erstmal unter den Beinen wegschieben muss.
aber auch richtig cool. Fangen wir wieder mit was Großem von Mando an. Mandos zweites Schiff nach der Razor Quest hat er ja den N1 Starfighter bekommen. In The Book of Boba Fett wurde der vorgestellt. Richtig cooles Stück. Hat auch exklusiv eine Mandalorian-Figur dabei und man kann echt viel dran machen. Richtig cool. Und der musste bei uns in die Sammlung auch kommen. Ein bisschen rüberschieben. Und damit fange ich sozusagen an, mal wieder was richtig Cooles. Ja, und das ist auch einfach eine absolut geniale Figur. Und auch das Fahrzeug ist hammer, hammer geil. Also so detailliert und ja, es macht einfach Spaß. So, und jetzt habe ich den nächsten Karton mit coolen Figuren. Und es geht weiter, dass ich euch all die Figuren zeige, die jetzt noch dazugekommen sind. Hier eine Figur, die ist im Hochglanz gekommen, deswegen ist es ein bisschen schwer zu zeigen. Moff Gideon aus The Mandalorian. So, ich versuche das ein bisschen ohne diese Spiegelung zu zeigen. Nicht einfach, aber auch richtig gute Figur. Gibt eben halt verschiedene Coverarten und das ist so Carbonite, Graphit. Ja, gut, muss man, gab die Figur nicht mehr anders, sonst hätten wir die normal gehabt. So, hier haben wir zum Beispiel Cassian Andor aus Andor. Ja, auch die neuen Serien sind vertreten und die Hauptfiguren, die sind gerne in der Sammlung drin. Genauso wie hier, Ex-Wolves aus Mandalorian, auch ein cooler Charakter. Ich hörte mal, dass er sogar eigentlich sterben sollte und dass sie dann doch kurzfristig noch entschieden haben, ihn überleben zu lassen in The Mandalorian. Ja, da ist auch einiges verändert worden, aber auch richtig coole Figur. Auch eine Figur aus The Book of Boba Fett, die einfach da sein, die man einfach in der Sammlung haben müsste. Fennec Chan. Auch hier richtig cool mit ihrem Sposca. Richtig klasse. Richtig cool. So, was haben wir denn noch? Da geht weiter. Zwei Figürchen, dann ist der Karton fast schon wieder leer. Auch eine Figur, die absoluten Kultcharakter hat oder bekommen hat in The Mandalorian. Mix Mayfield hier in dem coolen Truppenoutfit mit Helm. Eine mega geile Folge übrigens. Kann man sich echt angucken. Ist richtig spannend und richtig mega. Ja, und wir waren ja schon bei Computerspielfiguren. Auch hier musste diese Figur sein. Und zwar aus The Force Unleashed. Da gab es ja zwei Spiele und die Figur Starkiller von Sam Witwer dargestellt. Man kann sogar ihn auch gut erkennen. Ja, musste auch sein. Vaders Apprentice war ja Vaders Schüler in dem Spiel. Ja, gibt es als Figur. Und als Computerspieler brauchten wir diese ja haben. So, eine Figur gibt es noch in diesem Karton, eine etwas andere. Und zwar den Dark Trooper. Absolut kultig, wenn der in Mandalorian Staffel 2 kommt. Hammer, hammer geil. Und basiert eigentlich auch auf dem Computerspiel. Ne? Ja, so. Oh Mann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ihr selber sehen, es mischt sich wieder einiges. Und zwar, hier ist die nächste Figur aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Han Solo. Och, mega geil. Das ist Han Solo, wie er lebt und lebt. Pack ich mal da oben hin. Hier haben wir The Bad Batch, Klon Captain Hauser. Auch richtig cool. Es gibt inzwischen Figuren, an die man nie gedacht hätte, dass es die mal gibt. Ne? Meistens hat man sich ja so auf Standardfiguren beschränkt, aber nein, hier sind sie weitergegangen. Hier jetzt auch The Book of Boba Fett, Luke Skywalker Jedi Academy Outfit. Aber ohne Grogu auf den Schultern. Auch richtig cool. Ja, sowas musste sein, Luke Skywalker. So in dem Luke Skywalker Style, wie man ihn haben möchte. Was hier bewundernswert ist bei der Figur, er hat sogar so einen kleinen Kilt aus Stoff. Also kann man kaum sehen, aber richtig cool. Also sowas, die Details, die einfach Spaß machen bei den Figuren. Also die Figuren sind sehr liebevoll designt und das macht auch Spaß. Von Fans für Fans, kann man so sagen. Ähnlich wie bei hier, auch Book of Boba Fett. Boba Fett im Tastengewand. Ich mag The Book of Boba Fett. Ich mag diese ganzen Serien. Und ich fand es auch richtig klasse mit den Tasken, dass man denen so mehr Tiefe gegeben hat. Und er hat einfach ja, sehr viel Coolness hinzugefügt. Ja, man muss nicht immer jede Serie lieben. Ich will auch gar nicht das zerdiskutieren, ob ihr das mögt oder nicht. Mir hat es gefallen, das war, ist mir natürlich am wichtigsten. Und wie gesagt, mein Bruder hat an sich die Figuren zugelegt. Und auch genauso The Bad Batch, eine mega geile Animationsserie. Hier haben wir Hunter. Auch richtig gut getroffen.
auch eine Serie, die unterschätzt wird. Viele denken ja immer Animationsserien, Kinderserien, nein, die sind gut erwachsen. Und das ist echt das Star Wars Feeling. Großartige Serie. Überhaupt unterschätzt sind die ganzen Animationsserien. So, hier haben wir eine Kultfigur, auch richtig klasse, musste auch sein. Darth Vader aus Rückkehr der Jedi-Ritter zum Ende hin. Sebastian Stan kann man noch so ein bisschen drin sehen. Hier ist mehr der Klassiker. Auch richtig kultig. Ja, so, weiter geht es. Auch hier eine Figur aus The Book of Boba Fett. Na, die zeige ich jetzt gleich danach. Aber diese Figur ist ja auch schon Jedi Academy Luke. Hatten wir ja schon. Hier bin ich nochmal mit Grogu zusammen beim Training. Richtig cool. Gibt auch ein Bäumchen und Zubehör und Frösche und so weiter. Kann man also richtig ein kleines Diorama aufbauen. Finde ich richtig gut gelungen. Und ich finde auch gelungen, ihr könnt das sehen hier, die sind alle gleich, fast alle gleich gehalten. Ne? Sind ja sogar fast gleich, ein bisschen dünner und dicker, aber so, dass man sie auch sich vernünftig hinstellen kann. Also sie haben trotzdem das Design bearbeiten. Ursprünglich wollten sie jede Figur auch weg von diesem Plastik, jetzt sind sie schon wieder zurück. Also man weiß immer nicht, was sie machen. Sie sind da sehr im Wechsel. Und hier haben wir auch Crescenten oder Black Crescenten. Eine mega geile Figur. Absolut genial. Black Crescenten fand ich eine mega geile Figur. Ein Wookie, der Chewbacca sozusagen ja nicht alleine dastehen lässt. Ne? Also in dem Sinne war es so ein cooler Auftritt in Book of Boba Fett. Ich hoffe, wir sehen ihn nochmal, weil der ist einfach ein geiler Charakter. Natürlich wäre cool, mal ihn gegen Chewbacca kämpfen zu sehen, aber das war schon ein mega cooler Auftritt. Und wie gesagt, den als Figur musste man auch haben. Und ihr seht, das passt alles perfekt zusammen. Ja, es geht weiter. Zur aktuellen Ahsoka-Serie gibt es auch Figuren. Die erste aus der Reihe, die in der Sammlung ist. Es kommen bestimmt noch weitere, aber nicht in diesem Video jetzt aus dieser Reihe sozusagen. Hier mit Sabine Wren. Mit Lothcat, auch richtig cool. Auch hier wieder richtig viel Zubehör. Das macht das auch richtig Spaß, dass wir mal diesen ganzen Kram ja überhaupt haben. Ja, ihr seht, kommt einiges dazu. Ja, auch noch ein größeres Set aus Mandalorian, was dabei ist, was auch eine Figur in Box hat. Es ist jetzt noch nicht geöffnet, das werde ich auch jetzt nicht öffnen, ist der Speederbike Scout Trooper mit Speederbike und Grogu in der Tasche aus dieser echt legendären Szene aus The Mandalorian. Richtig cooles Fahrzeug, der Speederbike und der Scout sind ja schon Kult durch Rückkehr der Jedi-Ritter und in der Form ach, irgendwie auch kultig, dieses etwas dreckige, ein bisschen anderer Look, hat das irgendwie Spaß gemacht, auch das anzugucken. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende der dieser Figuren, aber es gibt noch mehr zu Star Wars. Ich hatte es ja angeteasert, die Black Series, da sind auch noch einige Figuren, die ich euch zeige. Aber es gab noch zwei Sets, die mein Bruder erreicht hat. Und die Set kommt einmal in diesem Doppelpack. Ich habe es schon ausgepackt, die Figuren sind einzeln auf Card da drin. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal diese große Boxart. Hier Darth Vader aus Obi-Wan. Und hier hinten, hier ist jetzt aufgeklappt. Ich wollte das nicht während des Videos machen oder mein Bruder hat das schon aufgemacht und kontrolliert. In dem Sinne habe ich gedacht, lasse ich sie draußen und zeige sie erstmal so. Also wie gesagt, hier dieses Doppelpack dieser beiden Kontrahenten vom letzten finalen Battle. Vader mit halber Maske. Hier sind nochmal abgebildet die Figuren, die wir uns jetzt im Einzelnen kurz angucken. Ja, das lasse ich mal hier stehen. Und dann haben wir hier die Figuren, sind auch so da drin gepackt. Was ich sehr schön finde, dass sie sozusagen eine Folie haben als Trennung, damit die Oberfläche nicht zerkratzen kann. Und ihr seht auch unpunched, also richtig cool. So, hier seht ihr jetzt Obi-Wan, auch aus dieser Szene dann, so in diesem Halbdunkeln. Hier passt es auch richtig gut, dieses bläuliche Licht, wo in diesem Dunkeln, wo sie gekämpft haben. So, dann kann man auch gleich das sehen, das kommt dann dazwischen. Besser geschützt ist es nicht. Und hier haben wir Vader, wo man dann ihn halt richtig cool sieht. Mit der halb offenen Maske, auch richtig cool. Während das Bild aber ihn jetzt ganz zeigt. Ich gucke gerade. Hier hinten haben wir auch das Gleiche nicht. Manchmal gibt es ja schon noch Unterschiede in der Produktionslinie. Man hat sich doch anders entschieden. Aber auch richtig cooles Motiv. Richtig coole Figur. Das hat sich auch wirklich gelohnt.
Ja, und das zweite Set ist eine komplette Umkehrung der Serie, wenn man so will, von Star Wars. Denn es gab ja auch mal zwei Zeichentrickserien von Star Wars in den 80ern, kann man sagen. Ja, sehr früh. Es gab einmal die Serie Droids. Dort hatte unter anderem auch Boba Fett einen recht frühen Auftritt. Aber es ging ja eben halt um R2-D2 und C3PO. War ein bisschen Comedy, ist gewöhnungsbedürftig. Aber es gab auch eine Ewoks-Serie. Und da sind auch Figuren erschienen. Ähnlich wie bei der Obi-Wan-Box hat mein Bruder es aufgemacht. Und in dem Fall habe ich es jetzt auch rausgenommen. Mein Bruder hat es auch schon einzeln geguckt. Hier seht ihr einmal die beiden Hauptfiguren. Wicket ist dabei und der Name der anderen Figur weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auch richtig lustig. Hier sind die natürlich schön gemalt. Nochmal ein Artwork-Motiv. Und dann eben halt die Figur nochmal kurz einzeln abgebildet. Die zeige ich euch jetzt aber auch ähnlich auch getrennt durch so eine Folie. Und hier haben wir Knesa, der weibliche Charakter. Das sind auch Reproduktionen, kann man fast schon sagen, der klassischen Figuren, denn die gab es so auch zu kaufen auf einer Karte, sehr ähnlich im Original damals in den 80er Jahren. Es gab so Druids-Figuren und es gab so Ewoks-Figuren, aber diese sind erstmals in Deutschland offiziell erhältlich, denn weder Droids noch die Ewoks, ich weiß, dass die Serien in Deutsch gezeigt wurden, aber es gab keine Actionfiguren. Ich habe nie in meiner Kindheit welche gesehen, kann mich irren, aber ich habe die nie gesehen, deswegen bin ich der Ansicht, dass sie nie in Deutschland offiziell rausgekommen sind. Wenn ihr es anders erfahren habt, gerne in die Kommentare. Bei mir im Bereich Hamburg habe ich sie damals nicht gesehen. War aber so. Die Geschäfte, die ich besucht habe. Na, so, hier könnt ihr sehen, eine Münze ist dabei und diese Figur auch recht schön geworden. Haben sie natürlich modernisiert. Ich packe jetzt mal hier vorsichtig drauf. Auch hier eine Folie, die dann da drauf gehört, damit wirklich nichts zerkratzt. Und hier haben wir Wicket wie Warwick übrigens. Warwick Davis, der Schauspieler, der auch Willow gespielt hat, auch jetzt in der Serie, ist ja der Schauspieler oder als junger Mann, als Junge und in der Maske gewesen, der Figur in Rückkehr der Jedi-Ritter und dann später auch in den beiden Endor-Teilen oder ja, kann man so sagen, ne? Karawan der tapferen Kampf um Endor. Und man hat ihm irgendwie den Namen dann Warwick, Wicket wie Warwick gegeben. So ist es. Doppelt verewigt. So, und hier sehen wir ihn auch nochmal richtig schön. Das ist eine sehr gelungene Figur, auch sehr detailliert und auch mit der Zeichnung. Es ist eine tolle Hommage der Serie. Er ist sogar noch ein bisschen besser als, glaube ich, damals. Er ist nicht ganz so kindisch abgefacht. Ich müsste jetzt gucken. Ich hatte ja irgendwo die Wicket-Figur regulär. Ja. Da werde ich vielleicht noch mal ein Foto gleich einblenden. Ich suche das nur noch mal raus nach dem Video und werde dann gucken, dass ich beide Wicket-Figuren noch mal euch nebeneinander zeige. Damit man sehen kann, wie die Rikki Jedi-Ritter-Figur und diese aussieht. Ja. So, das waren die Figuren in dieser Richtung. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Black Series. Und ihr werdet sehen, es passt auch wirklich nicht alles auf den Tisch. Black Series. Fange ich an gleich mit aus der Serie Ahsoka Black Series, auch richtig gut. Sabine Wren, auch richtig gut gelungen. Hier seht ihr die schöne Zeichnung, auch sehr deutlich, und dann eben halt ist die Figur hier offen zu sehen, und ich sage da gleich noch mal was zu, denn die sind gerade neu erschienen, die Ahsoka-Figuren als letztes, und ich zeige euch hier zum Beispiel gleich eine von The Bad Batch noch eine Figur. Da werdet ihr das nicht sehen, denn die sind eigentlich abgekehrt von den offenen und jetzt kehren sie wieder zurück, also es wechselt. Ich weiß nicht, wonach sie richten, ob das an der Produktion liegt oder ob sie sich wieder umentschieden haben. Die Fans liebten natürlich diese offenen, weil viele sich wirklich das so ins Regal stellen, gar nicht erst rausnehmen. Gut, Sabine Wren haben wir hier aus Ahsoka. Und hier geht's weiter. Aus Ahsoka haben wir General Hera Syndulla. Auch richtig gelungen. Auch hier mit offenem. Auch schöne Zeichnung. Die Schauspielerin ist wunderbar getroffen. Wie gesagt, nach der Serie eben halt wunderbar dann, ja, getroffen. Und da darf natürlich, wenn man die beiden hat, darf ein Ezra Bridger nicht fehlen. Auch hier gut gelungen. Hier mit der Zeichnung auch richtig schön.
Hinten ist grundsätzlich nochmal die Zeichnung und so ein bisschen Text. Der ist, Text ist sogar inzwischen deutsch. So wie hier steht zum Beispiel, Ahsoka spielt nach dem Fall des Imperiums und handelt von der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die eine neue Bedrohung für eine verwundbare Galaxis untersucht. Ja, und das ist dann mehreren Sprachen. Richtig schön. Und ich finde die Figur auch gelungen. Vor allem ist so ein alter Han Solo Blaster. Cool. Absolut cool. Ja, weiter geht's. So, welche Figur habe ich hier? Auch hier eine Figur aus dem Gaming-Bereich. Davon habe ich euch, weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe, aber wenn in einem Pickup-Video hat mein Bruder sich eine größere Figur dieses Charakters von Bastilla Shawn aus Knights of the Old Republic gekauft. Und hier seht ihr sie auch nochmal. Und hier könnt ihr sehen, eben halt die offenen Figuren, wie sie am Anfang waren. Dann wurden sie geschlossen, so wie hier. Habt ihr eine Zeichnung vorne drauf, hier noch eine zweite Zeichnung. Oder es ist keine Zeichnung, es ist glaube ich ein Foto der Figur. Dann hier eben mal die Zeichnung und ja, das war's. Kam nicht so gut an, also ich weiß, dass die Fans da nicht so begeistert von waren. Ja, aber das wechselte eben. Ja, warum auch immer, es wurde anders gemacht. So, hier haben wir auch aus The Knights of the Old Republic Darth Malak. Ähnliches Prinzip, geschlossen, ihr seht es hier und da eine wunderbare Zeichnung. Eine richtig coole Figur. Wie gesagt, alle von Hasbro Pulse zum größten Teil. Und ja, was habe ich denn hier jetzt? Aus The Bad Batch. Omega. Auch hier richtig mit ihrem Helm aus der letzten Staffel, mit dem, ja, mit ihrem Bogen. Richtig cool. Richtig gut gelungen. Richtig schöne Omega-Figur. So, und weiter geht's. Hier haben wir jetzt weiter zu Ahsoka. Jetzt kommt natürlich, es darf nicht fehlen, Chopper. Der Druide mit viel Zubehör. Hier kann man noch verschiedene Beine ansetzen, wie auch immer. Ihr könnt das sehen. Und hier auch eine wunderbare Zeichnung. Richtig klasse. Ja, ihr seht. Na, da kommen einige geniale Figuren zustande. Und hier auch, die darf natürlich nicht fehlen. Und hier haben wir Ahsoka Tano. Aus eben halt Ahsoka. Auch hier, wie gesagt, offen. Und die sind mit als letztes gekommen bei mir. Also gerade letzte Woche, glaube ich, oder so, sind die geliefert worden. Und eben halt anders. Und so, hier habe ich jetzt nochmal auch eine Ahsoka Tano aus The Clone Wars. Und ihr seht auch, die ist anders. Die ist wirklich ein bisschen mehr nach dem Anime oder nach dem CG-Cartoon. Ja, schöne Zeichnung. Auch richtig cool. Immer weniger Platz. So, und jetzt kommt noch eine Sache, das ist dann der Abschluss dieses Videos. Weil das war es dann mit Star Wars, mit diesem XXL Star Wars Präsenten. Ich habe noch mehr, natürlich habe ich noch mehr, was ich euch zeigen kann, aber auch das einzige Star Wars, was jetzt momentan noch liegt, abgesehen vielleicht kommt noch irgendwas, ich habe keine Ahnung, mein Bruder hat bestimmt noch was bestellt bei Hasbro Pulse. Wird noch Lego Star Wars sein, das wird aber in einem anderen Video sein, weil das ist schon, ihr seht so viel, ich musste das ja auch unterteilen, das Video. Und das letzte Teil ist zu einem Computerspiel und zwar The Force Unleashed. Die Figur habe ich euch hier auch zwischendurch gezeigt, als kleine Figur, als normale hier so den Stil, die Figuren halt. Und zwar eben als Starkiller und den gab es noch in dieser wunderbaren Edition. Es ist noch nicht geöffnet worden, ich weiß gar nicht, das sind Schuhe drum, ja. Ist der offen? Nee, leider ist der nicht offen, der Schuber. Man kann ihn nicht, man kann ihn aufmachen. Versuche es einfach mal, ob das so klappt. Ich weiß es gar nicht, ehrlich. Ihr seid jetzt, also es ist so ein Schuber drum. Hier seht ihr ein richtig tolles Motiv. Und ja, ihr könnt es jetzt sehen. Hier können wir die Figur sehen. Richtig cool sieht sie aus. Hier ist auch mit dem Zubehör, ist an der Seite aufgelistet. Hier ist ein bisschen Info und bin ich vorsichtig. Hier seht ihr die beiden Sturmtruppen. Richtig cool, richtig cooles Set. Und ja, hier oben ist leider was kaputt gegangen, weil mein Bruder wollte den Aufkleber abmachen. Der ist richtig bombenfest, hier hat den deswegen nur aufgeschnitten. Naja, was passiert? Ja. Das war das XXL Star Wars Pickup. Nochmal kurz zur Grundinfo. Ein Teil kam nach der Toyplosion in einem fairen Kaufdeal oder ja, Kauf,
Tauschstil mit dem lieben Matt. Das war aber über lange Zeit, auch über einen längeren Zeitraum geplant. Wir haben das über ein Dreivierteljahr hat sich hingezogen, deswegen hat sich auch einiges angesammelt. Und das andere ist zwar einiges jetzt wie Ahsoka-Sachen aktuell ein bisschen mehr gekommen, aber es ist auch eine Ansammlung von mindestens einem halben Jahr, was sich so gesammelt hat. Deswegen ist es nicht einmal so kurzfristig zusammengestellt worden. Das wollte ich damit nur sagen. Ja, auf jeden Fall viele, viele schöne Stücke. Und ja, ihr fragt euch, finden die Platz? Ausgewählte Stücke werden auf jeden Fall präsentiert. Das kann ich euch sagen. Einiges, es bleibt boxed. Das muss ich auch dazu sagen. Wir lieben es auch in Box zu präsentieren, die Sachen. Ich bin auch einer, der viele Sachen, die neuer sind, nicht auspackt. Deswegen ja, wird einiges ausgepackt und das variiert dann auch so mal so ein bisschen. Wie auch immer. Das war's am Rande. Jetzt seid ihr dran. Also liken, teilen, abonnieren. Darüber freue ich mich immer. Das, man sagt das am Ende so ein bisschen. Ja. Wie dem auch sei. Ich freue mich über einen Kommentar. Sprecht mit ihr. Was ist da eure Lieblingsfigur? Wie fandet ihr das, ganz klar, das Ganze? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und möge die Macht mit euch sein.